Verstehe dich, Hans. Ich töte dich des Geldes wegen. Aber ich komme jetzt. Batman ist zurück in einem neuen Spiel. Es heißt Batman Arkham Origins und ist ein besonderes, denn Rocksteady hat gar nichts mit zu tun diesmal. Ja, sie haben eigentlich nur die Story beigesteuert und so ein bisschen geholfen, aber das erste Arkham-Spiel, das von einem neuen Team stammt, von Warner Brothers Montreal. Und was sie hier machen ist, sie erzählen eine Vorgeschichte, nicht die Entstehungsgeschichte von Batman, sondern er ist jetzt 2 Jahre im Einsatz und er tritt jetzt so das erste Mal groß in Erscheinung, trifft zum ersten Mal auf diese ganzen Super-Schurken wie Black Mask und so weiter. Und es ist eine sehr coole Geschichte. Fängt erstmal langweilig an, aber entwickelt sich dann sehr cool. Nämlich Black Mask hat so Killer angeheuert, die Batman halt das Leben schwer machen sollen. Und man denkt sich so, total blöde Prämisse eigentlich. Aber sie haben dann echt ein paar sehr interessante Twists drin, die wir hier natürlich auch nicht spoilern. Aber gerade wer die Arkham-Spiele mag, der wird da, glaube ich, sehr zufrieden sein. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eine bisschen veränderte oder neue Spielwelt geben. Ja, du hast zum einen diesen Teil von Gotham City, den du aus Arkham City kennst. Hier natürlich viele Jahre davor. Also es ist hier natürlich noch kein Gefängnis. Und es gibt noch einen neuen Stadtteil, der ist jetzt mit einer Brücke verbunden. Das heißt, die Spielwelt ist so knapp doppelt so groß. Und man kann da halt genau wie in Arkham City da durchfliegen. Wir haben gemerkt beim Spielen, das ist ein bisschen unpräziser als in Arkham City, weil die Gebäude höher sind und so. Da fällt es ein bisschen schwerer, da diese Punkte zu finden, wo man so hingrappeln kann. Es fällt wirklich erst auf, wenn du die beiden Vorgänge auch gespielt hast, speziell Arkham City. Wir fanden es einfach nicht ganz so präzise, aber es spielt sich natürlich immer noch gut. Und das Kampfsystem ist aber beibehalten worden, weil das war ja so eine der Stärken der Vorgänger. Ja, das wäre auch verrückt gewesen, wenn sie das geändert hätten. Es sind ein paar kleine Detailänderungen. Also wir haben zum Beispiel den Eindruck, dass die Gegner ein bisschen häufiger jetzt auf Batman zugehen, dass sie ein bisschen aggressiver sind, seine Takedown-Manöver häufiger mal unterbrechen, dass das Kontern ein bisschen fordernder ist. Du musst jetzt mehr in die Richtung des Gegners drücken. Das sind so Details, aber unterm Strich natürlich sehr, sehr fein und geschmeidig immer noch. Und es gibt natürlich ein paar neue Gegner, die ja ein paar neue Taktiken erfordern. Aber das ist alles eher so im 0,Stellenbereich. Ein Batman kämpft aber nicht nur, sondern er schleicht auch oft. Sieht man hier auch wieder mit der Detektivsicht, ne? Ja, das ist halt das, was die Batman-Spiele schon immer richtig cool gemacht hat. Und das macht natürlich auch Arkham Origins super. Das funktioniert genauso wie früher. Da haben sie faktisch gar nichts geändert. Du kannst immer noch hier mit Detektivsicht da die Gegner auskundschaften, deine Taktik zurechtlegen. Die KI reagiert hübsch. Funktioniert. Macht Spaß. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Das ist so ein Teil, der mir besonders gut gefallen hat. Das ist halt wirklich eine Origin-Story. Das heißt, er trifft zum ersten Mal auf diese wichtigen Charaktere. Hier in diesem Fall Barbara Gordon, Commissioner Gordon und so weiter. Alfred spielt jetzt eine viel wichtigere Rolle in der Handlung. Und das ist natürlich was Batman-Fans im Speziellen gut gefallen wird. Und da muss ich auch sagen, da war ich echt überrascht, wie gut die das inszenieren. Also mit solchen Cutscenes, mit sehr, sehr guten Sprechern, Deutsch wie Englisch. Also da ziehen sie zu ziemlich alle Register und das ist ja auch das, was du eigentlich haben möchtest von so einem Spiel. Soweit kommt mir aber alles sehr bekannt vor. Gibt es eigentlich auch irgendwas Neues? Ja, also wirklich Neuerungen sind rar gesät. Es gibt so ein paar neue Gadgets, auch davon nicht viele. Hier diese Fernlenkkralle, mit der kann man so 2-3 neue Faxen machen. Da zum Beispiel kann ich jetzt hier so einen Feuerlöscher da selektieren und einen Gegner und dann schießt er den halt da drauf. Ist so eine kleine taktische Möglichkeit. Kannst du ab und zu mal einsetzen, ist lustig. Außerdem kannst du da so Seile halt spannen. Ist jetzt aber auch nichts fundamental Neues. Und es gibt auch gefühlt nicht so viele Geschicklichkeitspassagen wie in den Vorgängern. Deswegen, es ist nett, es ist ein Tool, aber ist jetzt nicht bahnbrechend. Das ist übrigens eine Stelle, die ich sehr witzig fand, weil Batman ja noch nicht groß in Erscheinung getreten ist. Ist er noch nicht mit der Polizei so richtig grün und hier muss er sich dann in ein Polizeirevier reinschleichen. Was halt geil ist, weil er halt endlich mal was Neues macht. Also es ist nicht wie immer nur Gangster verhauen, sondern hier muss er halt schon ein bisschen behutsamer vorgehen. Polizei verhauen. Ja, aber natürlich, wie gesagt, zahm. Auch neu die Schockhandschuhe. Das sind so elektrisch geladene Handschuhe, mit denen er halt brutalst austeilt. Das macht die Kämpfe, wenn du diese Handschuhe erstmal hast, relativ einfach. Ist natürlich auch nur so. Ja, es ist halt ein kleiner Bonus, ein Gadget, aber es ist wenigstens eine Neuerung im Kampfsystem und macht auch Spaß.
Das Geländer hier ist kaputt. Spaß ein. Juhu. CSI Batman, auch ja. Wieder am Start. Das mochte ich ja in den Vorgängern sehr gerne tatsächlich, auch wenn es immer sehr einfach war. Ja, es ist nach wie vor einfach, es ist genauso einfach wie früher, aber sie haben die Inszenierung ein bisschen geändert von diesen Verbrechen, diese Fallakten, was ist da passiert. Und da kannst du jetzt halt die Gegend hier abscannen und was halt neu ist, das betrifft die Inszenierung, du kannst dieses Verbrechen da quasi vor- und zurückspulen wie so einen kleinen Film und musst dann halt irgendwelche Details abscannen. Ist aber halt spielerisch nach wie vor sehr simpel und diese Verbrechen sind jetzt auch nicht mega spannend. Also ich finde, es ist jetzt keine große Steigerung gegenüber Arkham City. Generell bei den Nebenquests, die sind halt lustig und so, aber es ist jetzt einfach nichts bahnbrechend Neues dabei. Und wo ich sehr enttäuscht war, die coolen Riddler-Rätsel, diese Umgebungsrätsel, wo du Sachen scannen musstest, ein bisschen um die Ecke denken, das haben sie eigentlich ersatzlos gestrichen. Es gibt nur noch diese sammelbaren Dinger in der Stadt. Früher waren das ja so grüne Fragezeichen. Jetzt sind es halt Datenpakete, aber es ist genau das Gleiche. Aber sie haben, also das ist drin, aber diese Rätsel sind halt nicht mehr drin. Das fand ich sehr schade, weil das war so ein Adventure-Element, das mir halt sehr viel Spaß gemacht hat in den Vorgängern. Und man sieht halt, es gibt wieder dieses, du kannst Erfahrungspunkte sammeln, ein paar Upgrades freischalten. Das ist aber halt auch nichts Neues. Das ist schon sehr bekannt aus dem letzten Teil. Insgesamt ist es auch kürzer. Ich glaube, man kann die Haupt- und Nebenquests schon so in 12 bis 15 Stunden schaffen. Und dann gibt es halt ja, noch die sammelbaren Riddler-Datenpakete. Und dann gibt es noch so jede Menge Challenge-Maps, wie hier, wo ich halt so eine Punktejagd machen kann. Und dann gibt es noch einen neuen Multiplayer-Modus, der sehr vielversprechend ist. Der wurde von Splash Damage entwickelt. Den können wir hier leider noch nicht zeigen. Der ist aber schon sehr, sehr interessant und da kannst du nämlich auch als die Gangster spielen. Und da werden wir uns dann später nochmal nach dem Release anschauen, wie sich das so entwickelt. Summa summarum wirkt es für mich wie ein sehr gutes Spiel, das aber jetzt nicht unbedingt so genial ist wie die Vorgänger, weil es auch zu wenig wirkliche Innovationen bietet, richtig? Richtig, ja. Das kann man so sagen. Bei der Technik haben wir hin und wieder mal ein bisschen die Nase gerümpft, zumindest bei der PS3-Fassung. Die hat ab und zu mal ganz schön geruckelt und es gab auch ein paar unscharfe Texturen. Aber man sieht ja, es sieht immer noch echt stark inszeniert aus. Es ist halt, wenn du Arkham City mochtest, dann darfst du halt nicht zu viel Neues erwarten. Dann eine gute Geschichte, mehr vom alten Batman und dann weißt du ungefähr, worauf du dich da einstellen kannst. Also mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und mir wird es noch Spaß machen. Lass mich los! Wenn du willst. Bitte, stopp! Stopp! Ich renne! Ich sag dir alles, was du willst! Bitte! Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche.